So, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Storm Silver und wahrscheinlich zur vorletzten Folge, wenn ich mich nicht irre. Manche werden sich fragen, warum bin ich jetzt hier in dieser Stadt? Und was hat sich vielleicht seit der letzten Folge geändert? Es hat sich eine einzige Sache geändert, und zwar, dass Ork nun einen neuen Angriff besitzt, nämlich Superpower, Typ Kampf, 120 Power, 100 Genauigkeit. Allerdings verringert es seinen Angriff und seine Verteidigung, wenn er diesen Angriff einsetzt. Sollte man also nur gegen Pokémon einsetzen, die wirklich, wirklich eine Kampfschwäche haben. Ansonsten sollten wir bei den anderen Angriffen bleiben. Aber ich fand den Angriff sehr nützlich, deswegen habe ich ihn beigebracht. Das ist auch das Einzige, was sich wirklich geändert hat. Warum ich in dieser Stadt bin, ist eigentlich sehr schnell erklärt. Denn hier oben befindet sich noch ein Relaxo, das ich gerne fangen möchte. Um dieses Relaxo zu fangen, müsste es allerdings erstmal aufwecken. Dazu müsste man eigentlich, also in den früheren Generationen, die Pokéflöte nutzen. Die gibt es hier aber nicht. Dafür haben wir aber im Radio hier eine Pokéflöte. Und das werden wir mal eben ausnutzen. Wach auf, Relaxo! The Snorlax opened its eyes wide. Und ich habe deswegen Kaby nach vorne gestellt, weil der am meisten aushält. Und seine Relaxus-Angriffe dürften recht uninteressant für Kaby sein. Wir probieren erstmal den schwächsten Angriff aus und schauen, wie viel das Relaxo aushält. Warum ich dieses Relaxo haben möchte? Ganz einfach, es besitzt ein Item, was ich haben möchte. Und da komme ich nur ganz schlecht ran. Auf andere Art und Weise. Okay, du heilst dich, dann probier es doch mal mit Stone Edge. Ich hoffe, das haut dich jetzt nicht um. Das wäre schön. Nein, es haut dich nicht um. Oh nein, du greifst mit Biss an. Problem ist, Kaby richtet extrem viel Schaden an, wie man sieht. Und wir probieren es nochmal mit einem Pokéball oder so. Also nochmal gleich anzugreifen, wenn es sich geheilt hat. Ich bezweifle einfach mal, dass es im Pokéball bleibt. Oh. Okay, wir haben Relaxo gefangen. Ich habe mir das eigentlich alles etwas komplizierter vorgestellt. So schnell geht das. Its stomach's digestive juices can dissolve any kind of poison. It can even eat things off the ground. Und damit haben wir das Relaxo gefangen. Was ich eigentlich irgendwie nicht so schnell erwartet habe. Das ging fix. Das ging sehr schnell. Irgendwie damit gerechnet, dass das länger dauert. Naja, egal. Wir haben das Relaxo gefangen. Hurra. Dann werden wir nun dem Relaxo die Überreste wegnehmen und werden sie jemandem aus unserem Team geben. Und zwar einem bestimmten Pokémon. Kriegen wir das Item auch ohne, dass wir das... Ah, guck mal, es funktioniert. Ich brauche das Relaxo gar nicht mit unser Team aufnehmen. Wie gut. Jetzt haben wir, glaube ich, das Item bekommen, wenn ich mich nicht irre. Sollten wir zumindest. Irgendwo hier. Genau, die Überreste. Die stellen nach jeder Runde Leben wieder her. Und es gibt nur ein Pokémon, dem ich diese Überreste geben möchte, nämlich Puri. Puri gibt dann dafür die Choice Packs wieder ab. Und wird dieses Item dann Vranya geben. Denn ich denke, dass Vranya das sehr gut gebrauchen kann. Bedeutet, Puri wird sich jetzt jede Runde heilen. Dafür macht Vranya mehr Schaden. Deutlich mehr Schaden. Bleibt dann zwar auf einem Angriff sitzen. Was Overheat natürlich jetzt... Na, ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, Vranya die Choice Backs zu geben, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ist das sinnvoll? Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist das gar nicht so sinnvoll. Wir machen das genau umgekehrt. Vranya kriegt die Überreste und Puri bleibt bei den Choice Packs. Yep, das ist besser, glaube ich. Ich glaube, das ist besser, weil Vranya braucht ein größeres Spektrum. Jetzt habe ich ihr die Holzkohle gegeben. Nein. Vranya kriegt die Überreste. Und Puri kriegt oder bleibt beim Wahlglas. Das ist aus meiner Sicht sinnvoll. Weil Puri hat nur Angriffssachen, kann nur angreifen. Vranya hat aber noch Will-O-Wisp und sowas. Das ist doch, glaube ich, sinnvoller, wenn sie das im Wechsel einsetzen kann. Und nun sind wir eigentlich bereit,
gegen Red anzutreten. Allerdings müssen wir erst zu Red hinfliegen. Und weil ich ja kein Pokémon mehr im Team habe, was Fliegen beherrscht, müssen wir mal kurz umtauschen. Das habe ich ganz kurz vergessen gehabt. Ist allerdings nicht so schlimm. Holen wir uns mal kurz unseren Drago ins Team. Den habe ich nämlich zwischenzeitlich Fliegen beigebracht. Wechseln wir kurz aus. So. Und fliegen dann mal eben rüber. Wir wollen dann mal schauen, was wir in dieser Folge noch gegen Red anrichten können. Ich habe eigentlich irgendwie nicht damit gerechnet, dass wir dieses Relaxo so schnell fangen. Dadurch, dass wir es jetzt mal eben schnell gefangen haben. Könnte es sein, dass das hier sogar schon die letzte Folge ist? Das geht ein bisschen fix. Ich dachte, ich verbrauche jetzt eh noch 15 Minuten, um das Relaxo zu fangen. Nö. Nein, ich brauche keine 15 Minuten. Das war irgendwie nach ein paar Sekunden gegessen, das Thema. Ist jetzt nicht so dramatisch, aber ich wollte es mal anmerken. Na gut. Wir sind angekommen bei Mount Silver, werden nun uns Kaby wieder ins Team holen. Dann mal schauen, was Red gegen uns zu sagen hat. Oder wir gegen ihn, je nachdem. Beim letzten Mal war es ein recht eindeutiger Kampf. Das sollte nun nicht mehr der Fall sein, jetzt wo wir mindestens 75 erreicht haben. So. Ich werde Kaby, glaube ich, sogar vorne lassen. Weiß nicht, sein erstes Pokémon war ein Pikachu. Den setzen wir am besten gegen Pikachu ein. Doch, wir bleiben bei Kaby. Wir bleiben bei Kaby. Das Pikachu kann im schlimmsten Fall Eisenschweif, was effektiv gegen uns sein dürfte, aber nicht so effektiv, dass ich davor Angst hätte. Und die Donnerattacke dürfte Kaby nicht besiegen, glaube ich. Wir probieren das einfach mal. Außer wir kämpfen nochmal zwischendrin gegen wilde Pokémon. Und wehe, ich kann nicht fliehen. Wehe, ich kann nicht fliehen. Okay, alles gut. Haben wir denn noch Beleber? Das überprüfen wir nochmal eben. Haben wir Beleber? Nein. 13 Beleber, 19 Hypertränke, wir haben noch 2 PP-Ups. Das werde ich mal kurz verwenden, glaube ich. Bei Okt für Superpower. Weil das ist ein Angriff, den ich gerne verwende und verwenden werde wahrscheinlich. Der Rest, Overheat könnte, glaube ich, auch noch kriegen. Jupp. Overheat kriegt auch noch ein PP-Up. Dann haben wir jetzt immer 6 Angriffe damit. Und nun holen wir uns einen Schutz. Und werden uns aufmachen zu Red. Jetzt, ich bin sehr gespannt. Weil wer sich noch erinnern kann, Red hat Pokémon Level 90. Das ist eine Hausnummer. Eine nicht zu verachtende Hausnummer. Und ich hoffe echt, dass das funktioniert. Wo war denn hier nochmal der Durchgang? Musste ich hier komplett außen rum? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, ich musste hier ganz außen rum. Aber hier lang, da hoch und wieder da rein. Dann musste ich hier irgendwie lang. Gott, ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Hier hoch war, glaube ich, gar nicht verkehrt, oder? Das richtig? Muss ich hier lang? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich muss hier lang. Und da ist der Schutz natürlich schon wieder ausgelaufen. Das wird uns jetzt noch ein bisschen weiter quälen, die nächste Zeit. Ich habe natürlich immer noch massenhaft Geld dabei. Also wenn wir verlieren, dann verliere ich das Geld. Aber ich bezweifle irgendwie, dass wir verlieren werden, weil wir haben richtig starke Attacken. Gerade Ock mit Brave Bird und Superpower wird richtig reinhauen, glaube ich. Er wird richtig reinhauen. Bin sehr überzeugt, dass das funktioniert. Oh, sagen wir einfach so, ich bin überzeugt. Ist das der richtige Weg? Weiß es nicht. Doch, das scheint der richtige Weg zu sein. Jetzt müssen wir hier außen wieder rein. Und hier unten, genau, jetzt müssen wir einmal wieder außen rumlaufen. Total lästiger Weg. Ich wünschte, man könnte irgendwie schneller hier hinkommen. Aber das ist jetzt auch nicht der Weg, den ich unbedingt rausschneiden möchte. Oh, Moment. Das ist falsch. Das war falsch. Das ist, wie gesagt, nicht der Weg, den ich unbedingt rausschneiden möchte, weil das fänd ich albern. Ich glaube, wir müssen hier auch wieder raus, ja. Jetzt unten rum und dann da wieder in die Höhle rein. Glaube ich. Nach links, genau, links da raus, da liegt noch ein Item rum. Ich weiß gar nicht, wie man da hinkommt. Jetzt müssen wir, glaube ich, hoch. Am mittleren Weg wohlgemerkt. Leider müssen wir bei Kaby auch dieses eine... Wie heißt es? Kraxler drin lassen, genau. Wir müssen Kraxler drin lassen. Weil wir sonst kommen wir halt hier nicht hoch. Ist ein bisschen ärgerlich, aber was soll's.
Ich habe aber gerade noch eine kurze Überlegung gehabt, Kaby was beizubringen für Iron Defense, weil Iron Defense werden wir sowieso nicht einsetzen. Auch so cool es sein mag, mit Iron Defense unsere Verteidigung ins Unendliche zu boosten, es nützt nicht wirklich viel. Das könnte echt funktionieren. Was könnten wir ihm beibringen? Erdbeben hat er schon. Iron Tail wäre eine Idee. Brick Break. Könnte ihm Brick Break beibringen. Oder Sandstorm. Das wäre auch eine Idee. Könnte ihm Sandsturm beibringen. Dann würde keiner mehr Schaden kriegen durch den Hagel, der da ist. Keine schlechte Idee, aber guck noch mal kurz. Stone Age kann er bereits. Lawine! Auf jeden Fall, wir bringen ihm Lawine bei. Ja. Weiß noch nicht warum, aber ich möchte ihm jetzt Lawine beibringen. Dafür verlernt KB jetzt Iron Defense. Werden wir eh nicht nutzen. Und KB ist so langsam, dass ich glaube, dass das funktionieren könnte. Und da es physisch ist, könnte das richtig gut Schaden richten. Gut, wir werden uns aber mal nach oben weiter durchkämpfen. Wir sind, glaube ich, auch schon gleich da. Hoffe echt, dass das funktioniert. Ich glaube, das ist der richtige Weg jetzt. Ja. Bin ein klein wenig angespannt gerade. Ein kleines bisschen. Okay. Bereit? Baby, gehst du noch mit mir? Okay, das ist das Signal. Hallo Red, wir sind wieder da. Diesmal etwas stärker als zwei. Ja, du hast ein Pikachu Level 94 und es hagelt. Allerdings, wir werden dich mit einem Angriff besiegen können. Da bin ich ziemlich sicher. Außer natürlich, du besiegst uns mit einem Angriff. Das wäre schlecht. KB, Erdbeben. Oh, der Donner kommt durch. Ich hoffe, du überlebst den Angriff. Bitte, KB, sag mir, dass du den Donner überlebst. KB? KB? Nein, 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 nein. Es ist schlecht. Aber letztes Mal haben wir das Pikachu mit einmal Erdbeben umgehauen. Okay, wir wechseln auf Buri. Pikachu hat zwar Donnerattacken, allerdings sind die gegen Puri wirkungslos und selbst wenn er Eisenschweif hat, es hat keinen Sinn gegen Puri. Hydropumpe. Du kannst Gras knurren. Das ist schlecht. Okay. Andere Taktik. Wir wechseln gleich auf Simmas. Vorausgesetzt, dass Pikachu kriegt weniger als die Hälfte des Lebens an Schaden. Wobei das nicht glaube ich nicht. Es könnte sogar sein, dass wir das Pikachu jetzt besiegen. Perfekt. Pikachu. Besiegt. Pokémon Nummer 1 ist besiegt. Welches kommt als nächstes? Autsch, der Hagel tut natürlich weh. Venusaur, ein Bisaknoss. Wir wechseln aus auf Vrania. Bisaknoss, Bisaflor. Bisaflor. Level 90. Wir greifen an mit Overheat. Sollte das nicht reichen, wechseln wir auf Sayasuke aus und greifen. Oh oh. Ah, es hat unseren Feuerangriff geschwächt. Ach, hey. Okay, unser Spezialangriff ist nun ein Eimer. Das ist schlecht. Und Vrania schläft. Wir müssen auswechseln, weil Vrania bringt uns jetzt gerade gar nichts mehr. Die Überreste heilen uns natürlich wieder. Wir sollten auswechseln. Nur auf wen? Ich will jetzt nicht auf Ock auswechseln. Der könnte einen ganz bösen Angriff ankommen, weil er wird nicht mit dem Pflanzenangriff angreifen. Wir wechseln auf Sinmas. Ich hoffe, dass er keinen Giftangriff rausholt jetzt. Nein, er holt Erdbeben raus. Du kannst Erdbeben. Das wäre natürlich eine Überlegung.
Weil jetzt will er definitiv nicht nochmal Erdbeben einsetzen. Jetzt ist die Frage, kriegen wir ihn besiegt mit einem Angriff? Ich weiß noch nicht, was sein Zweittyp ist. Ich glaube, sein Zweittyp ist Gift. Dann wäre Xizor keine gute Wahl. Aber hat der überhaupt einen Zweittyp? Wir greifen mal mit Xizor an. Verdammt, das war eine schlechte Wahl. Oh ja, das war eine schlechte Wahl. Wieso schaffst du es, ein Pflanzen-Pokémon mit Schlafpuder zu belegen? Willst du mich veräppeln? Das darf doch nicht wahr sein. Boah. Das kann ich ja gar nicht ab. Okay, okay. Du wirst gleich kein Erdbeben einsetzen. Er hat einen Gifttyp. Bedeutet, wir können noch auf kein sinnvolles Pokémon gerade wechseln. Sinmas drin zu lassen wäre der Tod für Sinmas, weil er hält den Giftangriff bestimmt nicht aus. Wir wechseln auf Sayaska. Der Gifttyp wird jetzt gleich zum Verhängnis werden, hoffentlich. Power Whip geht zum Glück daneben. Oha, da haben wir jetzt Glück gehabt. Hohoho, ich bin froh, dass das daneben ging. Ich bin sehr froh, dass das daneben ging. So, Sayaska, Psychokinese. Ja, du setzt den Full Restore ein, das soll mir egal sein. Wir können jetzt im Idealfall zweimal angreifen und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sayaska dir so viel Schaden reindrückt, dass es ausreicht. Ja. Sehr effektiver Angriff. Plus Life Orb. Plus Step Bonus. Das hat gut Schaden gemacht. Aber nicht genug. Nicht genug. Ich hoffe, du bist langsamer als wir. Oder wollen wir auswechseln jetzt? Auswechseln? Nein, wir greifen an. Und es war ein Fehler. Das könnte Sayaska umhauen im schlimmsten Fall jetzt. Nein, 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 nein. Ungünstig. Sehr ungünstig. Okay, wir könnten... Wir schicken Vrania rein. Wobei, dann setzt der Erdbeben ein. Wenn wir jetzt Vrania reinschicken, setzt er Erdbeben ein. Und er scheint keinen Giftangriff zu können. Wir bleiben bei Sinmas. Und versuchen... Jetzt wen wieder... Ne, wir wecken jetzt Sinmas auf. Wir haben einen Aufwecker. Genau, wir wecken Sinmas auf, weil... Das einzige Pflanzen-Pokémon haben wir jetzt schon gleich besiegt. Power Whip sollte nicht ganz so viel Schaden richten. Oh Gott, richtet das Schaden an. Was ist denn das? Okay, Sinmas ist wach. Und wahrscheinlich ist das dieser Floor nun besiegt. Nein, ist es nicht, aber jetzt wird es gleich besiegt sein. So. Besiegt. Nächstes Pokémon wird entweder Glurak, Turtok oder... Rein erreicht Level 77, das ist schön. Okay, wir haben zwei Pokémon bisher verloren. Sayaska und Kaby sind besiegt. Wir müssen höchstwahrscheinlich gleich auswechseln. Glurak. Okay, jetzt kommt das Glurak. Wir wechseln aus auf Puri in der Hoffnung, dass... Wobei, Puri ist nicht schneller. Puri ist definitiv nicht schneller. Das Glurak wird Puri gleich ein Erdbeben reindrücken und dann haben wir ein Problem. Das ist eine schlechte Idee. Wechseln aus auf Okt. Ich befürchte, dass er gleich Erdbeben einsetzen wird. Nein, Focus Blast setzt ein. Okay, jetzt haben wir auf Okt gewechselt. Ob das denn eine gute Idee war, ich weiß es nicht. Er kann einen Kampfangriff, so viel steht schon mal fest. Er kann höchstwahrscheinlich einen Feuerangriff. Er kann höchstwahrscheinlich Erdbeben, wovon ich ausgehe, und wahrscheinlich einen Steinangriff. Ich nutze nun die Chance und setze Brave Bird ein. Okt wird richtig, richtig übel Schaden damit austeilen. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Oh ja. Sehr gut. Aber Fire Blast wird ihn besiegen. Das ist schlecht. Komm schon. Keine Chance. Keine Chance. Okay, auf wen wechseln wir? Auf wen wechseln wir?
Wir wechseln aus auf Rania. Rania. Und hoffen nun, dass wir... Wollen wir wen heilen? Wollen wir Okt heilen? Ich glaube, wir heilen Okt. Ich glaube, das wäre eine gute Idee, Okt zu heilen. Haben wir irgendwas anderes als Beleber? Nein, wir haben nichts anderes als Beleber. Okay. Nehmen wir den Beleber und heilen Okt. Boah, ich glaube, dass er hier sehr, sehr viel reißen wird. Und dann, wenn Vrani überlebt, was ich bezweifle bei einem Focus Blast. Bei dem Focus Blast bezweifle ich echt, dass sie es überlebt. Ich meine, das sind 13 Level Unterschied. Oh, sie überlebt. Sie überlebt. Wir könnten das Ganze einfach aussitzen. Ja, die Überreste heilen sie nun wieder etwas, allerdings nicht genug. Dann werden wir jetzt doch Sinmas heilen, weil er wird gleich gegen einen Turtok antreten. Da bin ich mir sehr sicher. Da brauchen wir Sinmas definitiv. Und das Lapras gibt es auch noch, das dürfen wir nicht vergessen. Für das Lapras werde ich mir auch Okt aufheben. Fireblast, ha. Ach, Lurak, du hast jetzt nicht gerade echt Fireblast gegen Rania eingesetzt, oder? Zu schade, dass wir nicht angreifen können. Weil wir immer noch am Schlafen sind. So ein Mist. Okay, nächste Frage. Nochmal wiederbeleben? Wir müssen kurz nachdenken. Wir werden noch gegen ein Relaxo antreten, glaube ich. Ein Turtok und ein Lapras. Das Turtok hauen wir mit Sinmas um. Das Lapras mit Okt. Nächste Frage. Theoretisch müssten wir gegen das Relaxo mit KB antreten. Aber ich befürchte, dass das Relaxo mehr als normale Attacken beherrscht. Und wahrscheinlich auch spezielle Angriffe. Wir heilen... Oh, Moment, ich wollte Okt heilen, nicht ihn wiederbeleben. Der ist schon wiederbelebt. Wir heilen Okt. Weil der wird die nächsten paar Pokémon noch besiegen müssen. Ah, du kannst Air Slash. Das wird Vanya definitiv besiegen. Ja. Okay. Okay. Wir wechseln aus auf... Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Wir wechseln auf Sinmas. Ich hoffe natürlich, dass er es jetzt schafft. Psycho Cut. Was? Du bist schneller. Das Lurak ist schneller. Oh Gottes Willen, wie schnell bist du bitte? Okay, das ist schlecht. Wir setzen Puri in den Kampf und hoffen, dass Puri den einen Angriff wenigstens überlebt. Weil Puri brauchen wir, glaube ich, für den nächsten Pokémon erstmal nicht mehr. Dann holen wir uns erstmal Sinmas wieder. Ach, er geht. Das war unerwartet. Ich habe nicht mitgerechnet, dass das Glurak schneller ist als Sinmas. Wir brauchen Sinmas, definitiv. Fireblast geht daneben, das ist gut. Ich glaube, ich hole auch KB wieder. Gegen... eine Runde noch, dann ist das Glurak definitiv besiegt. Ich glaube, ich hole KB wieder. So. KB haben wir auch. Ja, Fireblast wird uns jetzt böse zurichten, glaube ich. Wobei eigentlich gar nicht so stark. Warum setzt der Fireblast ein? Warum macht das so viel Schaden? Okay, wir haben jetzt das Problem, dass wir, glaube ich, erst einwechseln müssen. Wir müssen nun einwechseln, das ist doof. Das ist ganz, ganz blöd. Wir bringen Okt in den Kampf, weil ich weiß, dass er den Nachfolgeangriff nicht überleben wird. Ein Espeon? Oh, das ist ein Geschenk. Night Slash. Ich habe mit einem Lapras oder einem Relaxo gerechnet, aber nicht mit einem Espeon. Okt, ich erwarte, dass es umfällt. Es lebt. Es lebt. Wobei, durch den Hagel könnte es trotzdem besiegt werden. Ja, jetzt müsste durch den Hagel jetzt umfallen. Es ist weg. Ich hoffe, dass er jetzt nicht auf Lapras wechselt. Das wäre schlecht. Wenn jetzt auf Lapras... Nein, er holt das Turtok. Er holt das Turtok. Wir wechseln aus auf Sinmas.
So sind wir's. Das ist jetzt dein Gegner. Ich bin sicher, dass du schneller bist, also zeig mir, dass du ihn umhauen kannst. Ich booste nicht den Angriff, weil ich glaube, das wird ein Fehler sein. Der Angriff macht hoffentlich Hälfte, ja. Wow. Wow. Nicht Blizzard. Nicht Blizzard. Ah. Natürlich mit einem Crit, aber wobei auch ohne Crit hätte es wahrscheinlich gereicht. Es hagelt natürlich und dann trifft Blizzard definitiv. Okay, wir holen KB in den Kampf. KB wird höchstwahrscheinlich langsamer sein als das Turtok. Deswegen probiere ich es gar nicht erst. Wir heilen Simmas nochmal. Das ist aus meiner Sicht das Sinnvollste. Er holt den Full Restore raus. Er holt den Full Restore. Das passt mir gar nicht. Gut, wenn du den Full Restore holst, hol ich den Hypertrank für Simmas. Dann wirst du mir jetzt wahrscheinlich KB besiegen, aber das ist egal. Das ist vollkommen egal. Du verfehlst auch noch, selber schuld. Erst müssen wir das Team wieder aufpäppeln. Ja, der Kampf wird zu unseren Gunsten ausgehen, definitiv. Wir holen jetzt noch Sayaska wieder. Für den Fall der Fälle, für einen bestimmten Fall der Fälle. Und wieder verfehlt Hydropumpe. Ich überlege gerade, ob wir ihn jetzt ärgern. Und einfach auswechseln auf Sinnvas. Weil selbst wenn seine Hydropumpe trifft, macht sie keinen Schaden. Oder ob wir versuchen anzugreifen. Wir könnten probieren anzugreifen. Und mit was? Wir probieren es mit Stone Edge. Hydropumpe geht wieder daneben. Das macht ja gar keinen Schaden. Warum macht das so wenig Schaden? Okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, wir wechseln aus auf Simmas. Wahrscheinlich wird er jetzt seine Hydropumpe nochmal einsetzen und jetzt wird sie treffen. Nein, sie verfehlt wieder. Dreimal in Folge mit Hydropumpe verfehlt. Was für ein Pech. Was für ein Pech. Und mein Glück. Und jetzt Simmas Leaf Blade. Es lebt? Nein! Warum? Komm schon, Simmas. Einen Angriff aushalten. Einen einzigen. Keine Chance. Keine Chance. Wir wechseln aus. Zwangsweise. Es tut mir irgendwie schon weh. Wir wechseln aus auf Sayaska. Greif an, Psychokinese. Und wieder holt er den Full Restore raus. Zum zweiten Mal jetzt. Zum zweiten Mal heilt er jetzt dieses Turtok. Wie viel Schaden kannst du anrichten, Sayaska? Das ist jetzt die Frage. Zu wenig. Viel zu wenig. Jetzt ist die Frage. Greifen wir an? Hoffen wir auf, dass er verfehlt? Oder heilen wir Simmas? Wir greifen an. Und er ist schneller als wir. Er ist schneller als Sayaska, aber langsamer als Simmas. Das ist eine Aussage. Okay, so funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Wir holen Baby in den Kampf, heilen wieder Simmas, weil ich sehe sonst gerade keine andere Möglichkeit, das Turtok umzuhauen. Sonst wird das mir eindeutig zu kritisch. Und jetzt trifft die Hydropumpe natürlich. Jetzt, wo ich diesen Vorsprung eigentlich gebrauchen könnte, jetzt trifft die Hydropumpe.
So, Turtok, jetzt ist es vorbei mit dir. Jetzt ist es definitiv vorbei mit dir. Bringen Sie was in den Kampf. Leaf Blade. Es ist weg. Endlich ist dieses Turtok besiegt. Endlich. Ich glaube, wir haben gerade fast sein gesamtes Team auseinandergenommen. Es dürfte noch ein Pokémon übrig sein. Und das ist das Relaxo. Hockt. Du bist gefragt. Jetzt kommt dein Angriff zum Einsatz, den ich dir erst vor kurzem beigebracht habe. Das letzte Pokémon von Red. Der letzte Angriff seinerseits und hoffentlich auch unsererseits mit Superpower. Ich weiß, Relaxo hat eine mordsmäßige Verteidigung. Ich hoffe trotzdem, dass Superpower enorm viel Schaden anrichten wird. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Oh je, das reicht nicht. Das reicht nicht. Ock, wenn du jetzt einen Angriff überlebst, wäre mir das sehr, 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 sehr lieb. Okay. Ich weiß nicht, was dieses Relaxo für Angriffe kann. Ich könnte jetzt auf Risiko spielen und Sinmas angreifen lassen. Ich bin mir sehr sicher, dass er es mit einem Rasierblatt besiegen könnte. Jawohl! Wir haben Red besiegt. Und das zweite Ziel in diesem Spiel erfüllt neben der Pokéliga. Wir sind praktisch gesehen durch. Und jetzt diesmal ernsthaft, nicht so wie beim letzten Mal nach der Pokéliga, wo wir noch weitergespielt haben. Ich glaube tatsächlich, wir sind durch. Ich weiß nicht, was ich noch erledigen soll. Wir haben Red besiegt. Unser Ziel ist erfüllt. Und ich glaube, damit ist das Let's Play nun offiziell zu Ende. Wir haben mit unserem Rivalen vor einigen Parts noch gegen Lance und seine Schwester gewonnen. Festgestellt, dass unser Rivale doch noch, oder was heißt doch noch, dass unser Rivale inzwischen ein gutes Herz hat für seine Pokémon, sich um seine Pokémon kümmert und haben letztendlich mit ihm zusammengekämpft sogar. Haben vor einiger Zeit davor, auch wenn schon inzwischen Ewigkeiten erst die Pokémon-Liga bezwungen, sind Champion geworden. Haben davor Team Rocket bezwungen. Auf gewisse Art und Weise auch die Welt gerettet, könnte man schon fast sagen. Und nun haben wir auch Blue und Red bezwungen. Und sind praktisch gesehen tatsächlich durch. Die legendären Pokémon, ihr wisst, wie ich dazu zu stehe. Nein. Nein. Nein, ich will sie nicht fangen. Das ist mir zu anstrengend. Es wird nur ein frustriertes Umheragieren mit Pokébällen und Angriffen und es wird einfach nicht funktionieren. Da habe ich keine Lust zu. Und damit würde ich mal sagen, dieses Let's Play ist vorbei. Wir sind durch. Es gibt nichts mehr, was wir tun können. Von daher vielen Dank dafür, dass ihr zugeschaut habt bei diesem doch recht langen Let's Play mit über 120, ich glaube sogar 130 Folgen, wenn ich jetzt mich nicht vertue. Was einfach enorm ist. Und diese Folge wird auch deutlich Überlänge haben. Ja, sie wird fast 40 Minuten lang werden. Das macht nichts. Es ist vollkommen egal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, wie wir durch die Welt der Pokémon gelaufen sind.
Und vielleicht wird es irgendwann noch ein weiteres Pokémon-Let's Play geben. Aber das kann ich nicht garantieren und will es auch nicht garantieren. Von daher bedanke ich mich nochmal, dass ihr dabei wart auf unserer Reise durch die Welt der Pokémon. Und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir uns vielleicht einem anderen Spiel zu widmen. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Eigentlich hatte ich nicht vor, jetzt noch irgendwas Großartiges zu erzählen, während im Hintergrund diese Musik noch läuft. Aber irgendwie muss ich noch dazu sagen, es war schön, mal wieder so ein Spiel zu spielen. Es war schön, auf gewisse Weise auch ein paar Erinnerungen von früher wieder hervorzurufen. Denn ich kann nicht verweigern, dass Pokémon früher definitiv ein Teil meines Lebens war. Ich habe in diesem Let's Play einige gute Freunde auch, ich sag mal, verwurstet mit ihren für mich bekannten Namen. Einige Menschen, denen ich gerne zuschaue, einige Menschen, die mir gerne zuschauen. Es ist irgendwie schon etwas Besonderes in dem Fall. Und ich bedanke mich hiermit einfach nochmal bei den Leuten, die zugeschaut haben, die vielleicht noch in Zukunft zuschauen werden, die mehr oder weniger freiwillig ihren Namen geliehen haben für ihre Namensträger in diesem Let's Play. Danke, dass ihr dabei wart.